Was. Ladies and gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, so, ja. Mesdames und Messieurs, liebe Mädchen und Buben, es ist 20.30 Uhr in Alicants Reich. Alican, König von München. Das wäre die Stelle, an der Sie applaudieren. So. Ja, jetzt haben Sie es mitgekriegt. Exakt 20.30 Uhr ist es jetzt bei uns. Wir arbeiten ja, um das einmal technisch zu erklären, mit einem Delay. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel in Thalkirchen, München-Thalkirchen wohnen, senden wir bereits seit 20 Uhr, aber das muss ja erst einmal durch unsere Geräte durchgehen. Und die sind so wie ich, die gehen meistens nicht. So, das ist eine Horrorvorstellung für jemanden, also Alicantshow zu machen, der was vom Fernsehen versteht. Ja, wir verstehen nichts davon, deswegen haben wir auch sehr viel Spaß dran. Heute haben wir eine Band, die zum Beispiel das Wagnis eingeht, ihre gesamte Instrumentierung mit zwei Mikrofonen abzunehmen. Das ist einmal, das haben sie sich anders vorgestellt. Die haben gemeint, komm jetzt daher und kannst du mir mal Kanal 16 ein bisschen mehr Höhen geben? Das gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es zwei Mikrofone und das muss reichen. Das hat bis jetzt bei jedem gereicht. So, und ich setze mich jetzt kurz auf meinen Thron, dass ich auch was getan habe heute. Politisch gibt es nicht viel zu sagen. Ich kann nur immer wieder sagen, hoppala, mein Mikrofon ist auch draußen. Moment, kurz. Auch Könige haben ihr Mikrofone manchmal im Arsch. So, jetzt. Jetzt. Politisch kann man eigentlich nur sagen, nach wie vor, jetzt stellt sich raus, wie sehr wir beschissen worden sind. Vor ein paar Monaten habe ich gesagt, dass sie uns beschissen haben. Jetzt kommt raus, wie sehr sie uns beschissen haben. Und komischerweise, wenn man einen Ladendieb bei München TV zum Beispiel sieht, ja, wenn man einen Ladendieb gefasst, der Waren im Wert von 250 Euro geklaut hat, da sieht man Bericht darüber, man sieht nicht, wenn einer so einmal kurz 100 Millionen, vielleicht einmal eine halbe Milliarde mitgehen hat lassen und uns beschissen hat. Man sieht nirgendwo die Polizei, auch in den Medien wird niemals berichtet von einem Gerichtsverfahren gegen Menschen, die das zu verantworten haben. Aber so ist es halt. Deswegen rate ich jedem jungen Menschen, der ins Bankerwesen einsteigen will oder so, bleibt dabei, weil richtig klauen heißt nicht erwischt werden. Gell? Und jetzt sind ja, es wird um euer Vertrauen geworben. Das ist süß, gell? Das finde ich nett. Wenn ihr, es ist schon schön, wenn man beschissen wird. Das, die kleinen Babys, die gewöhnen sich auch dran, dass man sich bis hierher in die Windel einkackt, weil es so schön warm und wohlig und heimelig ist. Stinker tut es erst später und stinker tut es mir jetzt auch, aber das ist jetzt eigentlich nicht Thema des Sinn. Wir sind heute unterwegs im Namen des Herrn und werden jetzt zuerst einmal jemanden hier ins Licht nehmen. Wir haben hier kein Licht, aber so schön sind die auch nicht. Hier sitzt der Carsten. Carsten, du und der Herr Wolt neben dir, der Bernd, ihr begleitet per Kamera. Ja, genau. Er ist ein Regisseur vom Beruf, das ist das. Der war gut, ein kurzer Wink. Ihr begleitet kameratechnisch eine Rallye. Was für eine? Das ist eine Rallye, nennt sich Dresden-Dakar-Banjul, 7.500 Kilometer, startet aber in München nach Westafrika und ist ein Hilfsprojekt, 7.500 Kilometer, 4 Wochen lang. Also ich muss kurz nochmal für mich, für Blöde, ich kenne jetzt nur Paris-Dakar, die ist abgesagt worden, glaube ich. Ja, Paris-Dakar, die haben ein bisschen Angst gehabt vor Mauretanien, sind dann irgendwie nach Südamerika ausgewandert, wir machen es trotzdem. Weiß ja, es ist ja nicht ungefährlich in Dresden, wir wissen das alle. Ganz gefährlich, genau, ja, ja. Nicht nur die Hooligans, sondern auch ganz andere Geschichten gibt es da. Ist das zweite Mal, glaube ich? Das zweite Mal, dass wir mitfahren. Insgesamt gab es die Rallye jetzt, glaube ich, schon 5 Mal. Und letztendlich bauen wir dort unten Hilfsprojekte auf. Eine Schule, Krankenhaus, Kindergärten. Das ist eine Möglichkeit. Nicht bloß was Gutes tun, sondern weil ich gestern gehört habe, die
die traumatisierten Soldaten sollen jetzt besser entschädigt werden. Gehen wir mal darüber, da hört man es besser. Traumatisierte Soldaten sollen vom Bund besser entschädigt werden. Und da muss ich sagen, hätte es halt gleich nicht hingeschickt. Man kann nämlich drüben auch ohne Maschinengewehr hingehen und vielleicht wirklich ohne Maschinengewehr soll gehen, einen Brunnen bauen. Der Bernd Wold, was machst du bei dieser ganzen Geschichte? Christian Neumann ist mein Name. Er ist Bernd ist ein guter Freund von uns. Aber Bernd Wold gefällt mir viel besser. Der kann es auch, glaube ich, mit der Kamera. Aber ich bin Kameramann und begleite die ganze Aktion. Und schön, dass wir uns nach 10 Jahren endlich mal richtig kennenlernen. Wie heißt du? Neumann Christian heiße ich immer noch. Ich habe gemeint, du heißt Bernd Wold. Ich habe jetzt 5-mal geheiratet und heiße anders. Nein, ich heiße schon immer so. Du hast du der heißt gar nicht Bernd. Ich habe wirklich. Nein, ich habe wirklich. Dann möchte ich den Beitrag gar nicht weitermachen. Das ist. Also, nein, du, Christian.